Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich hier einen Fernseher Philips 55 OLED 805/12 und der geht nicht an, sondern blinkt. Da wurde schon mal von einer anderen Werkstatt das Panel ausgetauscht. Ja, Logo kommt kurz, geht wieder aus und dann seht ihr hier, ob ihr das sehen könnt, die LED blinkt hier. Ups. Ja, blinkt permanent und das war's auch. Ja, dann schalte ich das Gerät mal wieder aus. Guck mal rein. So, dann gucken wir mal, was war das Gerät. Ausschalten ist wahrscheinlich auch noch mal hier viermal verschraubt. Da unten sind noch zwei Schrauben. Doch noch mal auf dem Bildschirm legen. Da unten sind wahrscheinlich noch Schrauben. Ja, wie schon vermutet, hier unten sind auch Schrauben. Das heißt, sowohl die Gehäuseschrauben als auch die Füße müssen mit raus. Ich bin gleich wieder da, wenn der Auflauf. Jetzt haben wir alle Schrauben raus. Muss mal aufpassen. So, da haben wir noch Ambilight-Beleuchtung. Bedienteilkabel, die beiden müssen auch natürlich noch mal raus.
die LED-Leuchte leuchtet. Es kommt kurz das Philips-Logo, dann geht der wieder weg und dann blinkt nur noch die LED. Ich habe alle Anschlüsse, alle Steckkontakte sauber gemacht, durchgepustet mit Druckluft, alle Stecker raus, rein. Immer noch derselbe Fehler. Es ist höchstwahrscheinlich eine Überspannung. Und da tritt natürlich die Schutzschaltung ein bei diesem Gerät. Der geht aus und blinkt nur noch. Das ist Error Code 7. Höchstwahrscheinlich Panel-Defekt. Sicher bin ich mir nicht. Ja, vielleicht habt ihr irgendetwas mal in der Richtung mit Reparaturen. Dann könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Aber ich höre hier auf. Ich bin mit meinem Latein zu Ende. Ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. So, dann gucken wir mal, was war das Gerät. Ausschalten ist wahrscheinlich auch nochmal hier viermal verschraubt. Da unten sind noch zwei Schrauben. Doch noch mal auf dem Bildschirm legen. Da unten sind wahrscheinlich noch Schrauben. Ja, wie schon vermutet, hier unten sind auch Schrauben. Das heißt, sowohl die Gehäuseschrauben als auch die Füße müssen mit raus. Ich bin gleich wieder da, wenn der Auflauf. Jetzt haben wir alle Schrauben raus. Muss mal aufpassen. So, da haben wir noch Ambilight-Beleuchtung. Bedienteilkabel, die beiden müssen auch natürlich noch mal raus.
Ich habe alle Anschlüsse, alle Steckkontakte sauber gemacht, durchgepustet mit Druckluft. Alle Stecker raus, rein. Immer noch derselbe Fehler. Es ist höchstwahrscheinlich eine Überspannung. Und da tritt natürlich die Schubschaltung ein bei diesem Gerät. Der geht aus und blinkt nur noch. Das ist Error Code 7. Höchstwahrscheinlich Panel Defekt. Sicher bin ich mir nicht. Ja, vielleicht habt ihr irgendetwas mal in der Richtung mit Reparaturen. Dann könnt ihr gerne unter die Kommentare ja, schreiben. Aber ich höre hier auf. Ich bin mit meinem Latein zu Ende. Ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.